Moin moin, nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich mal wieder Zeit für Weitwinkel. Das Jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Beste Gelegenheit also, um sich einmal unseren Sternenhimmel genauer anzuschauen. Genau das haben wir heute mit euch vor. In dieser Sendung geht es um Astronomie, also die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Dazu haben wir uns mit Menschen getroffen, deren große Leidenschaft das Weltall und die Sterne sind. Und um euch einen kurzen Überblick über das Thema zu verschaffen, jetzt zu Beginn, wie immer, unsere Animation. Bei ihrem ersten Date liegen Birte und Mark unter dem Sternenhimmel und sind zu schüchtern, irgendwas zu sagen. Um das Eis zu brechen, fragt Mark: Was meinst du, was all die Sterne uns sagen wollen? Hä? Natürlich gar nichts, antwortet Birte und erklärt ihm, was es mit den Sternen und ihrer Wissenschaft, der Astronomie, auf sich hat. Schon immer haben uns Menschen die Himmelskörper fasziniert und ihre Beobachtung hat sogar Kulte und Religionen begründet. Daher ist die Astronomie auch eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit und beschäftigt sich seit jeher mit dem, was sich am Nachthimmel beobachten lässt. Heutzutage ist sie eine komplexe und vielseitige Naturwissenschaft. Mehr oder weniger alles, was jenseits der Erdatmosphäre zu finden ist, ist ihr Forschungsgebiet und man kann sich in verschiedensten Fachrichtungen spezialisieren. Zum Beispiel in der Astrometrie, die Position und Bewegungen der Gestirne berechnet, oder der Astrophysik, die sich mehr für die physikalischen Zusammenhänge interessiert. Ein weiteres Feld ist zum Beispiel die Planetologie, die im Grunde alle Himmelskörper untersucht, die keine Sterne sind, also Planeten, Kometen, Asteroiden und so weiter. Übrigens, nicht zu verwechseln ist die Astronomie mit der fast gleichklingenden Astrologie. Die Astrologie geht von dem Glauben aus, dass die Stellung der Sterne es ermöglicht, Ereignisse vorherzusagen oder auch Informationen über das Leben und Wesen von Personen zu erhalten, zum Beispiel in Horoskopen. Im Gegensatz zur Astronomie ist die Astrologie also keine empirische Disziplin und gilt als esoterisch überformte Pseudowissenschaft. Im Laufe der Jahrtausende hat sich die Begrifflichkeit der Astronomie immer weiter gewandelt. Einige Aspekte wurden verworfen, wie zum Beispiel die Astrologie, oder sie wurden zu eigenständigen Disziplinen. Außerdem wurde die Astronomie durch Erfindungen wie das Fernrohr, die Fotografie, die Spektroskopie und natürlich die Raumfahrt immer wieder revolutioniert. Wenn sich heute die Astronomie unter anderem mit fremden Sonnensystemen, weit entfernten Galaxien oder gar dem Universum an sich beschäftigt, mögen ihre Erkenntnisse oft klein und unbedeutend erscheinen. Dennoch sind viele davon essentielle Beobachtungen, die auch Rückschlüsse auf unseren Planeten und unsere Existenz zulassen. Als Birte ihren Monolog beendet, muss Mark stutzen und nach einem Moment der Stille fragt er sie schließlich: Und welches Sternzeichen bist du eigentlich? Wer sich privat für Astronomie interessiert, aber noch nicht so den richtigen Zugang zum Thema gefunden hat, der kapituliert möglicherweise schon vor der gesamten Fachliteratur oder den vielen technischen Gerätschaften wie Teleskopen. Da fällt der Einstieg dann vielleicht nicht ganz so einfach. Seit 30 Jahren gibt es in Münster einen Verein, in dem Hobbyastronomen und Sternenenthusiasten ihre Leidenschaft ausleben können. Die Sternfreunde Münster. Hier tauschen sie ihre Kenntnisse aus, machen gemeinsame Aktionen unterm Sternenhimmel und bieten auch Einsteigertreffen an, um Neugierigen einen Zugang zu geben. Bei einem solchen Einsteigertreffen waren wir und haben für euch die Sternfreunde Münster porträtiert. Mein Name ist Jürgen Stockel. Ich bin schon seit vielen Jahren auch im Vorstand und habe mir so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit auf die Fahne geschrieben. Dazu gehört die Ausbildung von Kindern. Astro-Kids nennen wir diese kleine Gruppe, die ich leite. Und seit einigen Jahren, seitdem ich eben die Zeit dafür habe, leite ich zusammen mit einem anderen, der heute nicht da ist, die Startergruppe. Das heißt, wir sprechen erwachsene Menschen an, die sich für das Thema Astronomie interessieren, aber eigentlich aus dem Interesse heraus noch nie rausgekommen sind und jetzt aber so ein bisschen mehr erfahren wollen. Was ist das eigentlich? Was kann man damit machen? Und das ist so der Grund, warum wir heute hier mit der Startergruppe beginnen. Die Sternfreunde gibt es ja schon seit, ich sag, 30 Jahren. Ist ja schon ein etablierter Verein mit über 150 Mitgliedern. Und unser Hauptziel ist natürlich das Verbreiten der volkstümlichen Astronomie. So heißt es zum Beispiel bei uns in der Satzung. Das heißt, wir treten eben dafür ein, dass die Leute sich für die Astronomie interessieren, so wie wir das auch machen, und wollen einfach unseren Spaß, unsere Freude, die wir bei dem Thema Astronomie haben, ob theoretisch oder praktisch, völlig egal, an die Leute weitergeben.
indem wir zum Beispiel eben auch Aktionen machen. Also zum Beispiel die Startergruppe oder eben für die Kleinen die Astro-Kids oder einmal im Monat einen öffentlichen Vortrag anbieten, auch hier in diesem Raum, immer am zweiten Dienstag, der immer sehr gut besucht ist. Und natürlich dann auch öffentliche Beobachtungen, die jetzt für Münster nicht so ganz optimal sind, weil sie immer hier vom Naturkundemuseum stattfinden, also mitten in der Stadt. Hin und wieder bieten wir dann auch mal geführte Führung an, also Astronomiebeobachtung an, draußen auf Land. Und zu dem Zweck haben wir ja auch zum Beispiel schon seit einiger Zeit eine eigene Sternwarte. Natürlich nicht in Münster, sondern weit außerhalb, wo es wirklich dunkel ist. Deutschland, das ist die Erde mit Achse. Die Erde dreht sich hier, wenn man von oben drauf guckt. Ja, ich bin eigentlich hier, weil das Thema mich jetzt schon ein paar Jahre verfolgt. Ich hatte es mir immer mal wieder vorgenommen, immer wieder vor die Tür zu gehen. Ich wollte eigentlich schon als kleines Kind immer raus und Sterne gucken und habe das irgendwie nie zu Ende geführt. Und jetzt ist im letzten Jahr ist mein Sohn geboren und das habe ich jetzt so zum Anstoß genommen. Vielleicht kann ich irgendwann mal mit ihm zusammen rausgehen und ja, da dachte ich mir, fangen wir den Basics an. Geh dahin, wo man sich auskennt und jetzt bin ich hier. Es gibt ja bei uns im Verein auch zum Beispiel eine Gruppe für Kosmologie. Da geht es richtig um Astrophysik und Mathematik und Physik und so weiter. Das richtet sich mehr an diejenigen, die wirklich in die theoretische Astronomie einsteigen wollen. Wir machen die bodenständige Astronomie. Das sieht man schon an unserem Teleskop, was hier steht. Wir wollen die Leute dazu bewegen, sich den Himmel anzuschauen, vielleicht mal mit uns zusammen durch ein Teleskop zu schauen. Oder, und das hat auch schon funktioniert, den einen oder anderen zu animieren, sich sogar selber ein Teleskop zuzulegen. Das bedeutet also, wenn man in die praktische Astronomie einsteigen will, gibt es verschiedene Grundvoraussetzungen, die man erstmal lernen muss. Und das ist unser Thema hier in dieser Startergruppe, dass wir zum Beispiel damit anfangen, so wie heute, dass wir wissen, wie orientieren wir uns überhaupt am Himmel. Und das ist gar nicht so trivial, weil so eine einfache Landkarte, ich sag mal, wie wir sie kennen, würde ja weiterhelfen. Aber die Landkarte ändert sich ja von Tag zu Tag. Der Himmel bewegt sich ja im Laufe auch eines Jahres. Dass man also genau wissen muss, mit welchen Methoden weiß ich denn, an welcher Stelle welche Sternbilder, und das sind unsere Straßen am Himmel, sich befinden. Und erst dann, wenn man die Sternbilder gut kennt, dann weiß man dann auch schon in etwa, wo verstecken sich so einzelne Objekte, die wir uns mit den Teleskopen anschauen. So, und das ist jetzt so der erste Schritt in dieser Startergruppe, dass wir uns mit so einem Teleskop und mit den drehbaren Sternkarten und natürlich auch mit digitalen Möglichkeiten wie Computer oder auch Handys beispielsweise dann orientieren können. Ja, und dann geht es natürlich ein bisschen um das Thema Objekte. Was sehen wir da oben überhaupt? Von Kugelsternhaufen über Galaxien bis zu Gasnebeln meinetwegen. Ja, und dann wird es richtig ernst, denn dann fängt der eigentliche Spaß erst richtig an, denn dann wollen wir mit den Teleskopen uns ja die Dinge auch angucken. Und das ist ja auch eines unserer Hauptschwerpunkte, dass wir dann die Leute dahin führen, sich mal Teleskope anzuschauen, mit uns zusammen durch Teleskope zu gucken. Und dazu gehört natürlich auch, dass man weiß, was ist das eigentlich für ein Teleskop, und auch Beratung natürlich machen in Richtung, was wäre ein gutes Einsteigerteleskop, zum Beispiel für Leute, die hier sitzen und sagen, Mensch, da hätte ich auch Spaß dran, was soll ich mir denn da kaufen? Das hat auch schon in vielen Fällen funktioniert. Also unser Ziel ist es wirklich, die Leute dahin zu bekommen, mit so einem Teleskop eventuell mal mitzuschauen oder mit einem selbst gekauften Teleskop dann selber zu beobachten. Wir werden heute sicherlich auch einige dabei haben, die das dann auch schon gemacht haben und sicherlich auch mit ihrer Euphorie das auch bestätigen können. Viele der Aktionen der Sternfreunde Münster finden in Zusammenarbeit und in den Räumlichkeiten des LWL Naturkundemuseums statt. Was uns für unser Thema besonders daran interessiert, ist, dass zu diesem Museum auch ein Planetarium gehört. In Planetarien haben Besucher die Möglichkeit, in visuellen Vorträgen viel über unser Sonnensystem, Galaxien oder das gesamte Universum zu lernen. Dies geschieht mit Hilfe von speziellen Projektoren, denen es den Besuchern ermöglicht, komplett in die Show einzutauchen. Kathi aus unserer Redaktion hat für unsere Sendung einmal das Planetarium in Münster besucht und war dort hinter den Kulissen. Habt ihr euch auch schon immer dafür interessiert, wie ein Planetarium funktioniert? Ich stehe gerade hier vor dem LWL-Museum für Naturkunde, wo sich auch das Planetarium von Münster befindet, und bin gespannt, wie die Technik darin funktioniert. Ja, ich stehe jetzt gerade hier mit Dr. Tobias Jokler. Herr Jokler, was genau machen Sie hier eigentlich am Planetarium? Ja, also ich bin wissenschaftlicher Referent hier im Planetarium. Das heißt, ich entwickle Showinhalte, also das, was man sieht während den Shows. Ich programmiere auch die Darstellung, die man dann sehen kann, und betreue auch Live-Events natürlich.
Und gleichzeitig bin ich aber auch für die Technik hier im Planetarium mitverantwortlich. Ja, dann sind Sie vielleicht der richtige Ansprechpartner für die Frage, die ich mich immer stelle, wenn ich ins Planetarium gehe. Und zwar das Erste, was man sieht, ist ja diese Kugel. Für was braucht man die speziell? Also da sind ja ganz viele Löcher drin. Genau, also das etwas eiförmige Gerät von Carl Zeiss, das ist unser Sternenprojektor. Das ist die neueste Version dieses Sternenprojektors, die hergestellt wurde. Und die projiziert wirklich den Sternenhimmel. Das heißt also, was sie macht ist, sie bildet bis zu 9000 Sterne ab. Sie hat sowohl den Nord- als auch den Südhimmel. Und kann eben Sterne, die wir auch mit dem bloßen Auge sehen können, darstellen. Genau, und in jedem Loch sitzt im Prinzip ein Projektor? Ja, so oder ungefähr. Oder ein Licht. Also jeder dieser großen Öffnungen oder auch der kleinen, das sind Linsen, die projizieren ein sogenanntes Sternenfeld. Das heißt also, sie projizieren nicht nur einen Einzelstern, sondern sie projizieren mehrere Sterne. Und das funktioniert wie folgt, man hat Lampen, die sind hier unten im Gerät versteckt und die über Lichtleiter bringen das Licht dann in ein Linsensystem, das dann eben den entsprechenden Sternenbereich projiziert. Und jede dieser Öffnungen ist dann für einen bestimmten Bereich des Sternenhimmels da. Und man kann nicht nur dann die Sterne, sondern auch die Planeten sehen. Und was kann alles projiziert werden an die Kuppel? Also an die Kuppel können wir noch mehr projizieren. Das Gerät hier kann nur die Sterne und die Planeten und die Milchstraße. Wir haben aber noch zusätzlich zu dem sogenannten Sternprojektor haben wir noch ein sogenanntes Full-Dome-Projektionssystem. Das kann ebenfalls die gesamte Kuppel füllen mit beliebigen Bildern, Videos, Computeranimationen, auch dem Sternenhimmel, mit allem Möglichen. Dazu verwenden wir eben 6 Projektoren, jeweils 4000x4000 Pixel darstellen können. Und die sind hier außen in diesen Kästen senkrecht eingebaut. In dem Kasten? Genau, in dem und auch in dem daneben. Okay. Und oben drüber hier über dieser Galerie oder wie wir es nennen, Lichtwute, da sieht man diese Fenster, das sind die Spiegel. Und zwar so, der Projektor zeigt senkrecht nach oben und hat dann den Spiegel und wird umgelenkt und wirft dann das Bild eben auf die gesamte Kuppel. Weil man hat hier eine Kuppel, die ist 180 Grad im Winkel und die muss man natürlich komplett ausfüllen. Es ist so, die Projektoren überlagern sich natürlich auch, damit sie ein lückenloses und gleichmäßiges Bild darstellen können in der Kuppel. Überlappen sich die Projektionsfelder etwas und die Software sorgt dann dafür, dass es ein nahtloses Bild gibt, sozusagen, dass der Zuschauer nicht erkennen kann, dass es in Wirklichkeit aus 6 Einzelbildern zusammengesetzt ist. Und die Projektoren und Spiegel werden durch den Computer da hinten angesteuert? Genau. Wir haben ein komplettes Computersystem. Das besteht aus 13 Computern. Dann sehen wir uns doch den Computer einfach mal an. Genau. Also auf den Computern ist dann abgebildet, welche Shows man gerade bedient? Genau. Also man hat diese beiden Monitore, die bedienen jetzt die Full-Dome-Projektionsanlage sozusagen, also die Projektoren. Der Computer hier bedient und das Mischpult bedient den Zeiss. Den kann man auch fernsteuern über diese Computer. Also wenn man etwas vorprogrammiert hat, dann verwenden wir auch teilweise die Zeiss-Sterne. Das heißt also, dann stimmt das Videobild mit diesen Zeiss-Sternen überein. Die Zeiss-Sterne sind halt die schönsten. Da kommt man mit der digitalen Projektion noch nicht heran. Deswegen kombinieren wir das auch manchmal ganz gerne. Und was man hier machen kann, ist jetzt eben einzelne Shows auswählen. Das ist zum Beispiel hier in der Liste, das sind Shows, die wir zeigen. Und gleichzeitig hat man hier noch diesen jetzt momentan schwarzen Darstellung. Das ist ja die sogenannte Kuppelvorschau. Hier sieht man dann, was an der Kuppel gezeigt wird. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt Projektoren zeigt mir das. Und dann kann ich das vorher hier sozusagen sehen. Und dann kann ich die Projektoren öffnen. Wir haben da eine sogenannte Iris-Blenden davor, mit dem wir die ausschalten können. Und dann sieht man sozusagen das voreingestellte Bild. Und einzelne Sternbilder, die Milchstraße, das kann man dann über diese Schalter steuern? Genau. Man kann allgemein beim System entweder Videos abspielen. Das sind normalerweise unsere Shows sind voreingestellt und als Video gespeichert. Aber wir haben natürlich auch Live-Veranstaltungen bzw. Sonderveranstaltungen. Und wir können bei denen alles darstellen. Da kann man das dann entsprechend auswählen und dann wird es dann angezeigt. Und der Controller, da kommt genau. Der Spieltrieb aus der Kindheit ja. Dann durch. Das ist wirklich ganz neu von dem neuen Computersystem, das wir jetzt erst seit einem Monat haben. Das ist ein Joystick, mit dem kann man den Flug durch das All steuern. Wir haben auch noch einen sogenannten Xbox-Controller. Auch den können wir benutzen, um eben durch das All zu fliegen. Warum hat man das gemacht? Nun, es ist einfach so, wenn man sich durch das All bewegt, ist das natürlich eine dreidimensionale Bewegung.
Das heißt, ich brauche sehr, sehr viele verschiedene Achsen. Ich kann das natürlich alles vorprogrammieren, aber manchmal möchte ich auch spontan etwas zeigen. In der heutigen Zeit sind natürlich Spielekonsolen, Controller sehr hoch entwickelt und auch bei den meisten doch gewohnt im Umgang. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch eben einfach und schnell relativ komplexe Bewegungsabläufe live durchführen zu können im Planetarium. Aber für eine so eine Show, da braucht man wahrscheinlich eine ziemlich große Rechenleistung, um ein Bild zu projizieren. Die Bilder sind auf unseren Computern und die können wir am besten hinten im Serverraum sehen. Auf den Rechnern sind die gespeichert. Und das hier ist jetzt der Serverraum? Genau, das ist unser Serverraum. Hier stehen die Computer. Das hier ist unser neues System. 13 Computer, die eben die Bilder generieren. Und einer eben, der 13., das ist hier, der sogenannte Host-Computer, der koordiniert das Ganze und macht auch, also das User-Interface wird von ihm dargestellt und so weiter. Und darüber steuert man die anderen. Die anderen Zwergrechner sind dann wirklich nur für die Bildausgabe da. Die tun nichts anderes. Das ist ein Hochleistungscomputer, eben um das in Echtzeit schnell genug darstellen zu können. Und die laufen dann auch, wenn die Projektion läuft, wirklich unter Maximallast. Das heißt also, sie werden voll beansprucht. Und deswegen tun die nichts anderes, als nur diese Bilder darzustellen, damit das flüssig funktioniert. Dann können Sie vielleicht uns eine Show mal zeigen. Ja, sehr gerne natürlich. Und da zeige ich Ihnen unsere bisher aufwendigste Produktion, die federführend von Münster gemacht wurde, aus dem Zusammenschluss von 15 Planetarien. Das ist die Show Planetenexpedition im Sonnensystem. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Besuch im Planetarium. Mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die unendlichen Weiten sind noch lange nicht erforscht. Sehr vieles, was in unserem Universum vor sich geht, können wir uns auch immer noch nicht erklären. Trotzdem macht die Astronomie als Wissenschaft erstaunliche Fortschritte. Zum Beispiel, vor ein paar Jahrzehnten hatten wir noch keine Ahnung oder zumindest keinen Beweis dafür, dass sich auch um andere Sterne Planeten drehen können. Gerade vor kurzem erst wurde die Kollision von zwei sogenannten Neutronensternen mittels gemessenen Gravitationswellen nachgewiesen. Die technischen Details erspare ich euch jetzt mal lieber, denn das würde hier zu weit gehen. Aber wir können festhalten, die Astronomie ist eine immerwährend aktuelle Wissenschaft. An der Uni Münster beschäftigen sich Forschende der Kernphysik mit dem Weltall. Jedes Jahr dort organisieren die Doktoranden das Astroseminar. Interessierte können an Vorträgen und Führungen teilhaben und so mehr über die Arbeit der Astronomen erfahren. Wir haben dieses Jahr mit teilgenommen. Ob Mars Rover, die Suche nach Exoplaneten oder der Nachweis von Gravitationswellen. Astronomische Themen erregen durchaus das öffentliche Interesse. Um zu zeigen, womit sich die Forschung aktuell beschäftigt, veranstaltet das Institut für Kernphysik der Uni Münster jährlich und für freien Eintritt das sogenannte Astroseminar, das diesmal am 20. und 21. Oktober stattfand. Das Astroseminar ist eine Veranstaltung für die allgemeine Öffentlichkeit, um Leuten Physikthemen näher zu bringen oder Astronomie auch im Allgemeinen. Einfach das Interesse zu bedienen für fundamentale Fragen wie, sind wir alleine im Universum oder wo kommen wir eigentlich her? Das zweitägige Seminar startete in diesem Jahr mit einer Reihe interessanter Vorträge, durch die neben Forschenden der Uni Münster auch auswärtige Gäste führten. Themen waren unter anderem die Suche nach dunkler Materie, die Möglichkeit außerirdischen Lebens und galaktische Archäologie. Ich kann Ihnen mal kurz hier dieses Ding zuwerfen. Fällt hier irgendwas auf? Genau, es ist relativ schwer. Dankeschön. Für die, die es nicht glauben.
Der zweite Tag begann mit öffentlichen Besichtigungen der Labore im Institut für Kernphysik. Hier konnte das Publikum erfahren, an welchen Projekten dort aktuell gearbeitet wird und was Kernphysik überhaupt mit der Astronomie zu tun hat. Kernphysik ist auch auf astronomischen Skalen wichtig, also auch in der Galaxie, im Kosmos, überall gibt es Kernprozesse. Aber der Zusammenhang ist auch fundamentaler Natur. Wo wir entstanden sind, wie das Universum entstanden ist, das ist tatsächlich ein kernphysikalischer Prozess im Prinzip. In den Laborführungen wird tatsächlich hier Wissenschaft gemacht. Also das sind Großprojekte meistens, die auf der Welt verteilt sind. Aber in den Labors hier werden kleine Teilprojekte dazu durchgeführt, die meistens zu den größeren Experimenten gehen. Und man sieht dort echte Gerätschaften und Arbeit live nahezu. In der Sache richtet sich das Astroseminar also besonders an die interessierte Öffentlichkeit. Organisatorisch ist vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs des Instituts gefragt. Das war allerdings nicht immer so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in den ersten Jahren ja so ein kleiner Seminarraum mit 20, 25 Plätzen gefüllt war. Und das war vielleicht noch ein Seminar, was auch stark von den Professoren mitgeprägt war. Aber dann haben wir irgendwann uns komplett zurückgezogen. Ich bin also nur noch verantwortlich, damit die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Finanzen absolviert werden. Und das ist komplett in der Hand der jungen Masteranden und Doktorandinnen und Doktoranden. Als besonderes Highlight gab es zum Ende des Seminars einen Science Slam, in dem 4 Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland jeweils 15 Minuten Zeit hatten, um ihr Forschungsgebiet auf möglichst interessante und unterhaltsame Art vorzustellen. Der Sieger des Science Slams wurde im Anschluss per Abstimmung durch das Publikum gekürt, bevor das diesjährige Astroseminar offiziell beendet wurde. Wer sich für das Seminar und die Forschung rund um die Kernphysik interessiert, findet mehr Informationen auf den Seiten des Instituts. Denn auch fürs kommende Jahr ist das Astroseminar natürlich wieder fest eingeplant. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angekommen. Vorab aber noch der Hinweis auf die Software Stellarium, die man sich kostenlos unter der angegebenen Adresse herunterladen und den Sternenhimmel erkunden kann. Also wer Interesse am Thema hat, kann sie ja gerne einfach mal ausprobieren. Ansonsten können wir euch auf YouTube die fast 50-teilige Serie Crash Course Astronomy empfehlen. Die ist sehr gut für Einsteiger geeignet, ist zwar auf Englisch, hat aber auch deutsche Untertitel für alle, die sich mit Englisch etwas schwer tun. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen und da ihr unsere Stars seid, hoffen wir euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!